Der neue Trainer Damir Kanadi will die direkte Rückkehr des 1. FC Nürnberg in die Fußball-Bundesliga nicht zum Muss für seine erste Saison erheben. Wir haben den Vertrag auf 2 Jahre ausgelegt, sagte der 49 Jahre alte Österreicher bei seiner Vorstellung in Nürnberg. Ziel sei immer der maximale Erfolg. Kanadi will die Fans in der zweiten Liga mit dynamischem Fußball begeistern. Er müsse aber abwarten, welche Mannschaft ihm zur Verfügung stehen werde. Sportvorstand Robert Palikuka will ein gutes Grundgerüst aus Spielern bilden, die vor einem Jahr schon einmal den Aufstieg geschafft hatten. Kanadi wird die Arbeit mit der Mannschaft zum Trainingsstart am 17. Juni aufnehmen. Let's block it's why.